Buongiorno, benvenuti alla vostra nuova lezione di tedesco. Sono Elena e sono molto contenta e felice che abbiate scelto di studiare tedesco insieme a me. Io insegno tedesco da 6 o 7 anni e ho anche un altro canale dove insegno tedesco in un'altra lingua. Questo canale ha più di 82.000 iscritti. Questo canale italiano-tedesco è ancora piccolo, ma è molto speciale per me perché io amo la lingua italiana. Ovviamente non sono madrelingua, ma spero che questo non vi dia fastidio e che continuerete a imparare tedesco insieme a me e alle mie frasi speciali. Con queste frasi potete cominciare a parlare in tedesco, senza dover imparare tutte le regole grammaticali al inizio. Ok, se siete pronti, cominciamo subito. Frase numero 1. Er antwortet mir nicht. Er antwortet mir nicht. Lui non mi risponde. Er antwortet mir, punto, lui mi risponde. Er antwortet mir nicht. Lui non mi risponde. Antworten, rispondere, antworten. Er zündet die Kerze an. Er zündet die Kerze an. Lui accende la candela. Die Kerze, la candela, accendere, anzünden, anzünden. Er zündet die Kerze an. Ich habe das Essen vorbereitet. Ich habe das Essen vorbereitet. Ho preparato il pranzo, das Mittagessen oder la cena, das Abendessen, das Essen, come il cibo. Ich habe das Essen vorbereitet. Vorbereiten, preparare, vorbereiten. Er ist mir gleich aufgefallen. Er ist mir gleich aufgefallen, vuol dire lui ha attirato subito la mia attenzione. Jemandem auffallen, attirare l'attenzione. Er ist mir gleich aufgefallen. Il verbo è auffallen. Er hat mich gewarnt. Er hat mich gewarnt, lui mi ha avvertito. Warnen, il verbo warnen, avvertire, warnen, il participio gewarnt. Er hat mich gewarnt. Ich verwende täglich mein Handy. Ich verwende täglich mein Handy. Uso il mio cellulare quotidianamente, ogni giorno, täglich, quotidianamente. Ich verwende, ich benutze täglich mein Handy. Usare, verwenden. Kannst du mir einen Termin vereinbaren? Kannst du mir einen Termin vereinbaren? Mi puoi fissare un appuntamento? Einen Termin vereinbaren. Fissare un appuntamento. Ich weiß nicht alles. Ich weiß nicht alles. Non so tutto. Ich weiß nicht alles. Wissen, sapere. Ich weiß nicht alles. Er hat mich geweckt. Er hat mich geweckt. Lui mi ha svegliato. Jemanden wecken. Svegliare qualcuno. Lui mi ha svegliato, er hat mich geweckt. Il verbo wecken. Hör mir zu, ascoltami. Il verbo zuhören, ascoltami. Mach das Fenster zu, chiudi la finestra. Il verbo zu machen, chiudere, zu machen. Der neue Job strengt mich an. Der neue Job strengt mich an. Il nuovo lavoro è faticoso, faticoso.
è molto stressante, è molto duro. Der neue Job strengt mich an. Anstrengen, il verbo anstrengen. Das tut mir weh. Das tut mir weh. Questo mi fa male. Wehtun, il verbo wehtun. Das tut mir weh. Meine Mutter hat mir Märchen vorgelesen. Meine Mutter hat mir Märchen vorgelesen. Mia madre mi ha letto una favola o favole in plurale. Meine Mutter hat mir Märchen, favole. Vorgelesen, il verbo vorlesen, leggere, vorlesen. Ich werfe den Ball. Ich werfe den Ball, lancio la palla. Werfen, lanciare o buttare, werfen. Ich wasche meine Wäsche in der Waschmaschine. Ich wasche meine Wäsche in der Waschmaschine, faccio il bucato nella lavatrice, lavatrice Waschmaschine. Ich wasche die Wäsche in der Waschmaschine. Er hat mir ständig widersprochen. Er hat mir ständig widersprochen. Lui mi ha sempre contraddetto. Contraddire, widersprechen. Il participio passato widersprochen. Er hat mir ständig widersprochen. Man muss die Vokabeln wiederholen. Man muss die Vokabeln wiederholen. Si devono ripetere i vocaboli. Kannst du mir deinen Freund vorstellen? Kannst du mir deinen Freund vorstellen? Mi puoi presentare il tuo ragazzo? Vorstellen, präsentieren. Ich habe meinen Job aufgegeben. Ich habe meinen Job aufgegeben. Ho lasciato il mio lavoro, licenziato, lasciato, aufgeben. Ich habe die Tasche aufgehoben. Ich habe die Tasche aufgehoben. Ho raccolto la mia borsa. Mach bitte die Tür auf. Mach bitte die Tür auf. Chiudi la porta. Apri la porta. Apri la porta. Auf. Mach die Tür zu. Chiudi la porta. Mach die Tür auf. Apri la porta. Aufmachen. Aprire. Sie trocknet das Geschirr ab. Sie trocknet das Geschirr ab, lei asciuga le stoviglie. Il verbo abtrocknen, asciugare. Ich räume die Wohnung auf. Ich räume die Wohnung auf. Sistemo l'appartamento. Il verbo aufräumen. Ich räume die Wohnung auf. Der Verkäufer wiegt das Obst. Der Verkäufer wiegt das Obst. Il commesso pesa la frutta. Il commesso pesa la frutta. Der Verkäufer wiegt das Obst. Ich habe das Geschenk ausgepackt. Ich habe das Geschenk ausgepackt. Ho aperto il regalo. Er hat mein Leben verändert. Er hat mein Leben verändert. Lui mi ha cambiato la vita. Verändern, cambiare. Er verbietet ihr alles. Er verbietet ihr alles. Lui le proibisce tutto. Ihr, a lei. Lui le proibisce tutto. Sie verdient viel Geld. Sie verdient viel Geld, lei guadagna molti soldi. Verdienen, guadagnare. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Non riesco a pronunciare la parola, questa parola. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Sie badet ihr Kind. Sie badet ihr Kind.
Lei fa il bagno al suo bambino. Sie badet ihr Kind. Sie bauen ein großes Haus. Loro costruiscono una grande casa. Sie bauen, costruire, bauen ein großes Haus. Er hat viel Geld ausgegeben. Lui ha speso molti soldi. Spendere, ausgeben. Er hat viel Geld ausgegeben. Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Posso offrirle un caffè? Sempre. Ich werde eine neue Diät beginnen. Ich werde eine neue Diät beginnen. Comincerò una nuova dieta. Ich sehe mir den neuen Film an. Ich sehe mir den neuen Film an. Guardo il nuovo film. Sie müssen lernen, die Regeln zu beachten. Sie müssen lernen, die Regeln zu beachten. Loro devono imparare a osservare le regole. Sie müssen lernen, die Regeln zu beachten. Obbedire anche le regole. Letzte Woche habe ich meinen Pass beantragt. Letzte Woche habe ich meinen Pass beantragt. La scorsa settimana ho richiesto il mio passaporto. La settimana scorsa ho richiesto il mio passaporto. Habe ich meinen Pass beantragt. Er hat mich herzlich begrüßt. Er hat mich herzlich begrüßt. Lui mi ha salutato con affetto. Caldamente. Er hat mich herzlich begrüßt. Du kannst den Rest behalten. Du kannst den Rest behalten. Puoi tenere il resto. Ich will das Angebot nicht annehmen. Ich will das Angebot nicht annehmen. Non accetterò l'offerta. Schalte bitte die Musik aus. Schalte bitte die Musik aus. Spegni la musica, per favore. Ich habe den Fehler nicht bemerkt. Ich habe den Fehler nicht bemerkt. Non ho notato l'errore. Ich benutze mein Handy, um SMS zu senden. Ich benutze mein Handy, um Nachrichten zu schicken, um SMS zu senden. Uso il mio cellulare per inviare, per scrivere i messaggi. Ich habe mir ein neues Kleid ausgesucht. Ich habe mir ein neues Kleid ausgesucht. Mi sono scelto, scelta un vestito nuovo. Scegliere, aussuchen. Ich habe mir ein neues Kleid ausgesucht. Sie berät mich oft. Sie berät mich oft. Lei mi dà spesso consigli. Sie berät mich oft. Beraten. Consigliare. Beschreiben Sie das Bild. Bitte, beschreiben Sie das Bild. Descrive il quadro, per favore. Beschreiben Sie bitte das Bild. Wir haben ein Schloss besichtigt. Abbiamo visitato un castello. Ich möchte dir ein Geheimnis anvertrauen. Ich möchte dir ein Geheimnis anvertrauen. Vorrei confidarti un segreto. Anvertrauen. Ich besitze eine Wohnung. Ich besitze eine Wohnung. Possiedo un appartamento. Er hat mir seine Liebe bewiesen. Er hat mir seine Liebe bewiesen. Mi ha provato il suo amore. Beweisen. Beweisen il verbo provare.
Meine Ärztin hat mir ein Medikament verschrieben. Meine Ärztin hat mir ein Medikament verschrieben. La mia dottoressa mi ha prescritto una medicina. Meine Ärztin hat mir ein Medikament verschrieben. Er hat mir seine Affäre verschwiegen. Er hat mir seine Affäre verschwiegen. Lui mi ha nascosto il suo tradimento. Verschweigen. Non dire qualcosa. Nascondere. Verschweigen. Ich bestelle einen Salat. Ich bestelle einen Salat. Ordino un Insalata. Der Kunde kann den Liefertermin bestimmen. Der Kunde kann den Liefertermin bestimmen. Il cliente può fissare la data di consegna. Liefertermin bestimmen. Er hat mich betrogen. Er hat mich betrogen. Lui mi ha tradito. Betrügen. Tradire. Partizipio betrogen. Tradito. Er hat mir sein Geheimnis verraten. Er hat mir sein Geheimnis verraten. Lui mi ha rivelato il suo segreto. Verraten, rivelare. Geheimnis, il segreto. Ich bezahle die Rechnung. Ich bezahle die Rechnung. Pago io il conto. Er bietet mir einen neuen Job. Er bietet mir einen neuen Job. Lui mi offre un nuovo lavoro. Bieten, offrire. Kannst du mir Geld leihen oder borgen? Kannst du mir Geld leihen? Mi puoi prestare dei soldi? Leihen oder borgen? Prestare. Ich brauche kein Auto. Ich brauche kein Auto, non mi serve la macchina, una macchina. Ich bringe dir einen Kuchen. Ich bringe dir einen Kuchen, ti porto una torta, der Kuchen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, la ringrazio. Er dient seinen Gästen. Er dient seinen Gästen, lui serve i suoi ospiti. Er droht mir, lui mi minaccia, minacciare, drohen. Ich drücke Ihnen die Daumen, ich drücke Ihnen die Daumen, buona fortuna, in bocca al lupo. Du fehlst mir, mi manchi, fehlen, mancare, fehlen. Ich feiere meinen Geburtstag nicht. Ich feiere meinen Geburtstag nicht. Non festeggio il mio compleanno nicht. Non festeggio il mio compleanno. Ich feiere meinen Geburtstag nicht. Ich drucke den Text. Ich drucke den Text. Stampo il testo. Stampare, drucken. Mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein. Non mi viene in mente niente. Mir fällt nichts ein. Il verbo einfallen. Ich kaufe die Milch im Geschäft um die Ecke ein. Entschuldigung. Ich kaufe die Milch im Geschäft um die Ecke ein. Compro il latte in un negozio dietro l'angolo. Um die Ecke. Dietro l'angolo. Ich nehme den Koffer. Ich nehme den Koffer. Prendo la valigia. Folgen Sie mir auf Instagram. Folgen Sie mir auf Instagram. Mi segua su Instagram. Der Vater hat seinen Sohn beruhigt. Der Vater hat seinen Sohn beruhigt. Il padre ha calmato suo figlio. Beruhigen, calmare. Sie haben höhere Löhne gefordert. Sie haben höhere Löhne gefordert. Loro hanno preteso stipendi più alti. Höhere Löhne, stipendi più alti.
Okay, und das ist alles für heute. Arrivederci, tschüss.